In Deutschland gibt es über 1000 evangelische Schulen, in Bayern 160. Jede evangelische Schule hat ihr eigenes Profil und dennoch haben sie eine gemeinsame Kompetenz. Miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Freiheit. Die Christophorus-Schulen in Berchtesgaden sind ganz besondere evangelische Schulen. Denn auf über 1000 Metern Meereshöhe in der Nachbarschaft des Watzmann ist die Freiheit, mit Händen zu greifen. 1000 Schülerinnen und Schüler bekommen hier in kleinen Klassen die Chance, sich zu verwirklichen. Ganz im Sinne der Freiheit eines Christenmenschen von Martin Luther. Was macht mein Herz frei? Fragen wir einige der 300 Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium der Christophorus-Schulen. Ich bin die Celia Funkler, bin 18 Jahre alt, komme aus Tuttlingen und bin jetzt seit diesem Jahr an der Christophorus-Schule in Berchtesgaden. Bin dort, weil ich Leistungssportlerin von der Sportart Skicross bin. Da die Christophorus-Schule eine Elite-Schule des Sports ist, haben wir dort die Möglichkeit, die Oberstufe von 2 Jahren auf 3 Jahre zu strecken. Mit dem Training läuft es so ab, dass wir eben morgens Schule haben, mittags Sport und im Winter sind wir halt eben auch unter der Woche auf Wettkämpfen und Lehrgängen und der Unterricht wird dann auch mit uns nachgeholt und die Lehrer sind da ganz schön human und helfen uns auch immer. Celia hat sich bewusst für die evangelische Schule entschieden, denn hier genießt sie Freiheit. Ich konnte immer frei entscheiden, inwiefern ich was mit der Kirche zu tun haben will, wiefern ich mich da eingliedern will und da hatte ich eben so den freien Willen, das mich wirklich davon überzeugt hat, dass es richtig ist, weil ich mich da selber einbringen kann. Jetzt erst so seit der Konfirmation habe ich eigentlich gemerkt, ja, doch, also eigentlich das Evangelische, das spricht schon eher mir zu. Und seit der Konfirmation lebt man bewusster damit einfach. Also davor war es auch nicht anders, aber da nimmt man es dann erstmal so wirklich wahr und hat eigentlich so einen Grund dafür oder eine Geschichte dazu. Zur Freiheit gehört für Celia auch Disziplin, denn ohne tägliches Training und Lernen könnte sie Schule und Sport nicht verbinden. Wenn ich so an Skifahren denke, ist schon so einfach, dass man die Berge genießen kann, dass ich reisen darf, also wirklich uneingeschränkt und dass mir einfach die Möglichkeiten dazu gegeben werden, dass ich jeden Tag so genießen kann, wie ich möchte eigentlich im Großen und Ganzen, einfach weil ich gesund bin, weil ich die Grundlagen dazu habe und auch abgesehen vom Skifahren, ich habe eine gesunde Familie, ich komme immer gern wieder nach Hause, ich habe hier Freunde und da freut man sich einfach, das ist auch so die Freiheit, dass man einfach hinkommt und zu Hause ist. Irgendwie. Sie lebt gemeinsam mit anderen Leistungssportlern im Internat. Ich bin die Katharina Lulbe, habe evangelische Theologie und Germanistik auf Gymnasiallehramt studiert und bin seit September hier an der Christophorus-Schule Berchtesgaden am Gymnasium. Dann habt ihr jetzt mal eine Minute Zeit, euch das genau anzuschauen. Im Religionsunterricht der Q11 geht es heute um die evangelische Freiheit. Was trieb Martin Luther vor 500 Jahren an, den Menschen ein freies Leben zu ermöglichen? Und das hat ja zu Kirchenspaltungen geführt, zur katholischen und evangelischen Kirche dann. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich Gott gerecht? Fragte Martin Luther. Im Neuen Testament, ja, die Zeit, wie reifer die Menschen, dass halt dann die Gott auch als gnädigen Gott erkannt haben. Im Alten Testament war Gott ja der Gesetzgeber und dadurch war der Mensch Sünder vor dem Gesetz quasi und vor Gott. Im zweiten Bild ist es die Gnade Gottes dargestellt und das ist, dass der Mensch durch die Gnade Gottes eben dann doch in den Himmel kommt, obwohl er eigentlich Sünder ist. Die Menschen sind immer Sünder. Wir können nicht anders als Sünder zu sein. Aber Luther hat eben gesagt, dass wir allein durch unseren Glauben an Gott vergeben werden. Genau, aber es hat nichts damit zu tun, ob du deine Sünden büßt, nach Martin Luther. Eine Erkenntnis, 500 Jahre alt und doch ganz aktuell. Sie ermöglicht den Menschen bis heute ein freies Leben. Freiheit bedeutet für mich auch, dass ich freiwillig hier bin. Ich bin ganz gezielt an diese Schule gegangen, weil es eine evangelische Schule ist, weil sie eine schöne Lage hat. Ich bin freiwillig hier an der Schule, um zu unterrichten und das möchte ich machen.
An der Schule finde ich die Schüler besonders toll, dass es so eine Vielfalt an Schülern ist. Also wir haben auf der einen Seite die Leistungssportler, auf der anderen Seite die ganz normalen Schüler vom Land, von Berchtesgaden, Reichenhall, dieses Einzugsgebiet. Und zusätzlich auch noch die Internatsschüler. Ich habe die Freiheit, das ist glaube ich das Allerschönste hier an der Schule, die Schüler von der 5. Klasse bis zur 12. Klasse jedes Jahr zu erleben und sie zu begleiten und mit ihnen den Weg zu gehen. Ich bin der Daniel Pecher, gehe aufs Christophorus-Gymnasium, gehe in die 6B und ich wohne in Reicherheu. Mir macht das Rugby-Spielen Spaß. Ich bin der Thilo Richter, ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe hier auf die Schule und ich gehe in die 6B und ich wohne in Bayerisch Gmain. Das Lustige ist halt, die anderen einfach umzuschmeißen. Der Verein heißt Raufbolde, Reicherheu. Und da kann man voll Stress abbauen. Daniel und Thilo macht das Rugby-Spielen das Herz frei. Und sie gehen gerne in die evangelische Schule. Und wir wollen den Gottesdienst unter das Motto Freiheit stellen. Was fällt euch dazu ein? Was kann man zu dem Thema in so einem Gottesdienst machen? Evangelische Schulen pflegen ein offenes und lebendiges Miteinander. Alle dürfen sich aktiv beteiligen. Gemeinsam bereiten sie den Schulgottesdienst am letzten Schultag vor. Danach haben sie 6 Wochen frei, große Ferien, Gelegenheit, sich im Gottesdienst Gedanken über die Freiheit zu machen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Jetzt müssen wir die erstmal übersetzen. Die Frage ist, wie weit die eigene Freiheit geht. Sie hat dort ihre Grenzen, wo andere Schaden nehmen, wo Regeln gebrochen werden. Die evangelischen Schulen bereiten die jungen Menschen auf ein gelingendes Leben vor. Gemeinschaft in Verantwortung. Es soll ja ein Teil von euren Ideen im Gottesdienst aufgenommen werden. Deswegen basteln wir da aus allen möglichen Facetten was zusammen. Frei zu sein heißt, dass ich mein Leben genieße. Und der Rest leidet da halt drunter. Und dann nochmal zu zeigen, was passiert, wenn die sich halt zusammenreißen und alle einfach sich gegenseitig helfen, dass es dann auch angenehmer für die ist. Noch wenige Tage bis zu den Ferien und zum Schulgottesdienst. Ich kann das auch mal. Ich auch. Allein. Ich bin die Marie, ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe hier auf die Schule in die Klasse 6b. Und meine Mama ist hier im Elternbeirat. Und ja, ich habe eine kleine Schwester, die ist 4 Jahre alt. Ich habe es in der Grundschule schon 4 Jahre gemacht und wollte einfach gerne unterstützen, helfen. In so einer christlichen Schule oder evangelischen Schule steht ja der Religionsunterricht im Vordergrund. Und es war mir schon wichtig, dass die Marie an den christlichen Glauben herangeführt wird. Dazu kam noch, dass die Klassen kleiner sind, dass sie einfach da diesen sozialen Aspekt, also dass sie einfach mehr auf die Kinder eingehen können. Sehr positiv. Also ich bin ja getauft, konfirmiert. Das war denen schon wichtig, dass wir das nicht machen, weil wir da irgendwie bei der Konfirmation Geld kriegen, sondern weil wir einfach das, weil wir an Gott glauben und auch dahinter stehen. Und das würde ich gerne auch an meine Kinder weitergeben. Der Papa ist viel unterwegs, doch trotzdem hat das Familienleben einen hohen Stellenwert. Meine Familie macht mein Herz frei, also dass wir uns haben. Wir machen viel gemeinsam. Also mir ist wichtig, dass wir abends zusammen gemeinsam Brotzeit machen, dass die Marie nicht nur bei ihren Freunden unterwegs ist, sondern dass wir gemeinsam Familienleben haben. Auch abends mal ein Brot sind wir alle zusammen. Dass wir uns einfach austauschen, das ist mir wichtig. Letzter Schultag, ein ganz besonderer Tag. Genau, also du liest die Fürbitte, dann machst du eine kurze. Die große Freiheit steht unmittelbar bevor. In den Christophorus-Schulen funktioniert die Gemeinschaft. Die Kinder lernen für das Leben von den Lehrern und von ihren Freundinnen und Freunden. Wir sind hier jetzt nochmal zusammengekommen, um nochmal Danke zu sagen für das vergangene Schuljahr. Und auch schon mal Danke für die Ferien, die uns erwarten. Für die Freiheit, die uns in den Ferien erwartet. In evangelischen Schulen spielt die Gemeinschaft eine große Rolle. Die Kinder lernen für das Leben von den Lehrern und von ihren Freundinnen und Freunden. Der Apostel Paulus hat über diese Freiheit an einen Brief an die Galater auch was geschrieben. Ihr aber, liebe Brüder,
seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass die Freiheit nicht zum Vorwand wird für eure Selbstverliebtheit, sondern dass die Freiheit, sich dem anderen zu öffnen und das Leben zu genießen. Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses Schuljahr, für alles, was wir neu gelernt haben und für alles Schöne, das wir erleben durften. Wir bitten dich, dass wir schöne Ferien haben, uns ausruhen können und somit wieder etwas mehr zu uns selbst finden können. Ich wünsche euch erholsame Ferien. Nutzt die euch geschenkte Freiheit, um Neues auszuprobieren, um euch zu erholen. Sie haben jetzt das Herz frei für die großen Ferien. Jeder und jede hat ein spezielles Talent. Die evangelischen Schulen wie das Christophorus-Gymnasium fördern die Talente und die Einzigartigkeit der Kinder und Jugendlichen. It's not my show.